Was ist Wohnbau für dich? Naja, Wohnbau ist natürlich ist immer sehr allgemeiner Begriff und ich würde es einmal sagen, Bauen für Wohnen. Wohnbau umgibt jeden, quasi, wenn man in einer Stadt ist und lebt, nicht einmal, nicht nur in einer Stadt. Also es ist einfach der Wohnraum an sich und der gehört gebaut. Ja, also ich was ist Wohnbau, was ist nicht Wohnbau? Es ist irgendwie sehr ein breites Feld in der Architekturlandschaft. Wo zieht sie da die Grenze? Wo fängt Wohnen an und wo hört Wohnbau? Richtig, die Grenze kann man gar nicht so klar definieren. Also man wohnt ja, man kann ja in einer Stadt auch wohnen, das heißt, die Stadt ist auch Wohnraum. Nur gibt es da unterschiedliche, also Privatebenen vielleicht, die man halt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. In Wien hat der Wohnbau einen riesen Stellenwert. Woher kommt das? Naja, das ist sicherlich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs anzusetzen, weil in Wien damals eben der Gemeindebau begonnen hat und auch der Friedenszins, das heißt Wohnen, wurde für jedermann gedacht, jeder Frau gedacht. Das ist eine Einstellung, die wir leider heute sehr, sehr im Wesentlichen, glaube ich, leider wieder verloren haben in unserer Gesellschaft. Was denkst du, sind in ferner oder naher Zukunft die Herausforderungen im Wohnbau? Ja, also ich glaube, man muss immer unterscheiden in dem sozialen Wohnbau oder sozusagen in dem Wohnbau, also für den Oligarchen, da sehe ich eigentlich keine Herausforderungen. Aber also was in Wien sozusagen jenseits der 7.000, 8.000 Euro kostet, das sollte uns eigentlich als Architekten, als verantwortungsvolle Architekten nicht interessieren. Ja, ich denke, dass im Wohnbau, gerade jetzt durch die Zuwanderung, durch die vielen Zehntausenden, Hunderttausenden Leute global gesehen, die nicht wissen, wo sie eigentlich ihren Platz finden sollen, auch zu uns natürlich kommen und da hier ganz neue Typologien gefragt sind. Dass wir heute, dass wir an Großfamilien denken müssen, an Denken, was bei uns schon verloren gegangen ist, oder an die demografische Entwicklung zum Beispiel der 1968er Generation oder der Post-68er Generation, weil sozusagen die zum Beispiel sich zurückbesinnen an ihre Studierendenzeit, wo sie sozusagen in einer WG gewohnt haben und das als neuer Sehnsucht, vielleicht nach der zweiten Scheidung, als neuer Sehnsuchtsraum auch kommt, sozusagen nicht allein zu sein. Welche Inhalte versucht ihr jetzt den Studierenden zu vermitteln? Ja, also wir haben das Glück, hier ein sehr eine sehr plurale Abteilung zu sein. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen hier. Das war, glaube ich, immer eine Qualität dieser Abteilung oder früher Instituts. Aber wir haben dann irgendwie sozusagen für das Studium Wohnbau eigentlich immer relativ klare Vorgaben. Das heißt, es ist sehr stark auf Wien bezogen. Das würde ich vielleicht ändern. Wohnbau stellt den größten Anteil an Bauproduktion in ganz Österreich. Ja. Ist die Thematik im Studium grundsätzlich ein bisschen unterrepräsentiert? Naja, ich würde schon sagen, grundsätzlich kann man das schon sagen, dass es ein bisschen unterrepräsentiert ist, aber es ist auf der anderen Seite, glaube ich, sehr schwer für die Studierenden sozusagen im Nichtschwimmerbecken das zu entwickeln. Ja, es ist sozusagen dass Wohnbau auch einen sehr starken Praxisbezug hat. Siehst du dich jetzt in der Lage, einen Wohnbau zu entwerfen? Ja. Also aber die ganze Wiener Bauern ist. Tja, damit muss man arbeiten. Seht ihr euch durchs Studium ausreichend vorbereitet aufs Wohnbauen als Architekten? Nach dem Studium, ja. Ja, also, ich glaube, direkt aus dem Studium einen Wohnbau machen, die gehen dort schon. Nur die Frage ist, wie gut der da wird. Ja. Zurück zum Institut. Welche Rolle spielt der Professor bei euch? Und inwiefern gibt er eine Richtung für das gesamte Institut vor? Ja, ich glaube, dass natürlich ein Abteilungsvorstand eine wesentliche Richtung vorgibt. Also das kann man ganz sicher sagen. Er schon eine wichtige Rolle. Also er ist so quasi ein Motor, der die Maschine, die gut geölt ist quasi, aber er treibt das Ganze an.
In welche Richtung könnte sich die Lehre jetzt noch entwickeln? Wünscht ihr euch noch mehr Freiraum? Ich glaube, es gab sehr viel Freiraum, also und auch ein sehr breit gefächertes Angebot für die Studenten. Ja, und also ich glaube auch, dass der Professor sehr viel Freiheiten gelassen hat und sehr interessiert war an neuen Denkweisen von den Studenten. Meine Hoffnung ist, dass dieses Laissez-faire bleibt, weil es sozusagen in dieser Freiheit sehr, sehr viel Qualität entstehen konnte. Aber dass natürlich sozusagen auch die großen Themen des Wohnens, ich habe sie schon erwähnt, eben sozusagen neue Typologien, die sich aus gesellschaftlichen Veränderungen ergeben, zu entwickeln, aber eben auch Dinge, die sozusagen die jenseits der klassischen Fördersysteme sind. Was wünscht ihr euch von einem neuen Professor? Ja, ich weiß nicht, was man sich so wünscht. Dass es gut wird. Ja.